Was geht ihr, Fraggles? Domination Tipps? Wir sind da mit einem, ja, wie soll ich das sagen, Trainingsvideo. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht, aber ich denke, langsam wird es Zeit dafür. Das kostet relativ viel an Vorbereitung meinerseits, die ihr jetzt gar nicht mitbekommt. Ihr bekommt jetzt quasi die Informationen, die ich für mich selbst selektieren musste, auf so einem Silbertablett präsentiert. Es steckt aber definitiv einiges an Vorarbeit dahinter. Allein das Ganze aufzuarbeiten, was ich euch gleich jetzt präsentieren werde. Und zwar geht es darum, wie man in einer Allianz am besten den Zugewinn für jeden Spieler sichert, sodass die Spieler sicherer im Weltkrieg werden. Euch ist sicher schon aufgefallen, es gibt ganz unterschiedliche Spielertypen. Das wird euch aus der Realität bekannt sein, weil es unterschiedliche Charaktere von Menschen gibt. Da gibt es unheimlich viele Persönlichkeitstraits, also übergreifende Persönlichkeitsmerkmale, die miteinander korrelieren und manchmal sehr, sehr positive, aber manchmal auch für den eigenen Charakter sehr negative Züge ergeben. Es gibt Menschen, die lernen unheimlich schnell dazu, sind offen für Erfahrungen, fassen Kritik als Lerneffekt auf, sind wissbegierig, wollen neue Dinge ausprobieren, mögen diesen Reiz, dieses Unangenehme, das immer ausgelöst wird, wenn man sich mit einer neuen Situation konfrontiert, was automatisch auch einen Lerneffekt bedeutet. Man lernt immer. Die Frage ist nur, ob die Konsequenz, die man aus dem Lernen zieht, auch wirklich förderlich ist. Selbst wenn man mit einer Situation nicht klarkommt, hat man trotzdem gelernt. Und zwar die Erfahrung, dass diese Situation für einen selbst blöd ist, unangenehm. Es ist ein Lerneffekt. Lerneffekt muss aber nicht immer bedeuten, dass es in eine für uns gedeutet positive Richtung geht. Bevor ich jetzt zu viel aus der Psychologie erkläre, hören wir auf damit. Ich habe erstmal selektiert, welche Möglichkeiten hat man zum Trainieren. Ich höre ganz oft, dann gehe ich in den Multiplayer und dann übe ich da. Absoluter Bullshit. Ihr müsst euch einfach mal überlegen, was ist das Ziel und was setzt ihr um? Wenn ihr in den Multiplayer geht, mit welchen Truppen greift ihr da an? Dieselben Truppen wie im Weltkrieg? Selten. Wenn das dieselben Truppen sein sollten, so wie es bei mir der Fall ist, haut ihr jedes Mal eure Generäle, eure Gespendeten und eure Söldner raus? Also ich tue das definitiv nicht, da habe ich überhaupt nicht genug Handelsgüter für, weil die sehr rar sind bei mir. Bedeutet, in dem Punkt unterscheidet sich das Ganze schon. Geht ihr im Multiplayer immer auf 5-Sterne-Angriffe? Nein, meistens auch nicht. Die Leute, die natürlich in den Medaillen hoch sind, für die ist das natürlich mit einem Ja beantwortet, aber für die allermeisten nicht. Nutzt ihr all eure Taktiken? Flugzeuge werdet ihr wahrscheinlich nutzen, aber die Taktiken nutzen wir auch nicht. Greift ihr immer Gegner an, die etwa gleich stark oder stärker sind als ihr? Die meisten Fragen müssen leider mit Nein beantwortet werden. Das bedeutet, die Atmosphäre, der wir uns im Farmen oder beim Farmen aussetzen, ist komplett anders als im Weltkrieg. Jetzt kann man natürlich auch nicht erwarten, dass die das realitätsgetreu abbildet. An der Stelle kann ich euch nur den großen Tipp geben, den habe ich schon hunderte Male gegeben und trotzdem schauen mich immer noch Leute wie ein Auto an, wenn ich denen das erzähle. Nutzt die Allianz-Herausforderungen. Die Allianz-Herausforderungen sind Gold wert. Das ist mit einer der besten Sachen, die Nexon hat implementieren können. Zu dem Zeitpunkt, als sie das implementiert haben, ist mir persönlich klar geworden, Nexon hat das Spiel doch noch nicht aufgegeben. Also aufgegeben hatten sie es nie. Aber wir sind Nexon doch nicht egal, denn das war eine Sache, die ich habe, ihr glaubt es nicht, ich habe so viele Nachrichten geschrieben, ich habe die so penetriert mit meinen Nachrichten. Am Ende kamen nur noch Standardtexte zurück. Du hast gesehen, das hat zwar einer gelesen, weil es unten drunter stand, dass die Nachricht empfangen und gelesen wurde, aber da kam nur noch ein Copy-Paste-Text, weil ich den so lange auf den Dödel gegangen bin, dass wir eine Möglichkeit brauchen, hier irgendwie mal andere Basen anzugreifen, ohne dass die ganze Armee 5 Stunden lang neu ausbilden muss. Aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Wir haben die Möglichkeit, also nutzen wir sie auch. Es bringt jetzt nichts, wenn jetzt alle 3 Stunden irgendein Ambitionierter hier mal seine Basis reinstellt. Warum? Weil das stundenlang dauert oder minutenlang, bis man nochmal angreifen kann. Und im Idealfall scheppert man da eine Herausforderung nach der anderen raus. 10 Minuten online, 3 Herausforderungen gemacht, optimal die Zeit genutzt. Das bedeutet, es müssen mehrere Leute reinstellen. B ist der negative Aspekt, wenn das Ganze nur wenige machen. Greift man immer wieder dieselben Layouts an. Man lernt die Fallen kennen, man lernt das Verhalten der Gegnertruppen kennen, die Laufwege der Truppen, wo stehen die Kanonentürme, wo die Mörser. Dann ist man vielleicht gut, aber situationsspezifisch gut. Hilft dir ein feuchten Fuchs im Weltkrieg, weil da alle Basen unterschiedlich sind. Bedeutet, umso mehr Spieler mitmachen, umso besser. Und gerade in den Allianz-Herausforderungen, es kostet euch gar nichts, nur Überwindung, weil ihr seht, oh Mist, wenn ich jetzt schlecht angreife, sieht nachher jemand, dass ich hier beim Ergebnis nur 82% geholt habe. Und das ist scheißegal, wenn es geht hier ums Üben, persönlichen Zugewinn. Wer nicht gut ist, der soll eben besser werden, wenn er möchte. Wenn nicht, dann bleibt er halt so, wie er ist. Gut, aber wer es üben möchte, der kann das Ganze hier machen. Jetzt rede ich wieder viel um den heißen Brei. Wenn ich jetzt aber sehe, dass Leute hier angreifen und immer nur dasselbe machen, dieselben Angriffskombinationen, dieselben Truppen, dieselben Taktiken, dieselben Fehler. Frage ich mich auch, wo versuchen die Leute zu üben? Man muss das Lernen schon ein bisschen steuern und das geht in die Richtung, dass man sich überlegt, an welchen Punkten scheitert mein
Ganz individueller, mein eigener Angriff, woran scheitert der? Und da gibt es verschiedene Punkte, die ich jetzt selektiert habe. Alle Dinge, die ich euch jetzt nenne, sind kleine Einzelsachen, die man üben kann in Allianzherausforderungen, die man aber nicht voneinander trennen kann. Im Mikromanagement ist es wichtig, richtig zu ködern. Das bedeutet, das Ködern ist verbunden mit dem Mikromanagement. Das Mikromanagement ist verbunden damit, wenn du über Multi, also in verschiedene Flanken angreifst. Alles hat irgendwo miteinander zu tun und trotzdem kannst du Einzelaspekte gezielt trainieren. Die 7 folgenden Punkte der Liste, wie ich bereits gesagt habe, habe ich mit einem Hintergedanken alle in der Art und Weise selektiert und auch aufgeschrieben. Die bauen nämlich, das nennt man konsekutiv, aufeinander auf. Das bedeutet, haben wir den ersten Punkt gemeistert in dem Sinne und damit haben wir kein individuelles Problem bei uns selbst jetzt, gehen wir weiter zu Punkt 2. Es macht keinen Sinn, sich irgendeinen Punkt aus der Mitte rauszunehmen oder von hinten zu beginnen. A, Truppenkomposition. Ist schwierig zu üben, da muss man sich einschießen und einfach schauen, was passiert. Da muss man ganz grundsätzlich gucken, ist es ab einem gewissen Zeitpunkt im Kampf so, dass ich keine Fernkämpfer mehr habe, meine Haubitzen, meine anderen Truppen aufgerieben werden, sollte man vielleicht so eine Truppenkomposition überlegen. Aber das kann man jetzt nicht in der Allianz-Herausforderung sehen, das ist ein generelles Feedback. Habt ihr zu viele Schützen dabei und macht nicht genug Damage, werdet ihr wahrscheinlich oft in Weltkriegen mit unter 5 Sternen rauskommen. Ihr habt alles platt bekommen, wenn ihr vielleicht gute Spieler seid, aber es fehlen am Ende Gebäude, weil ihr nicht genug Feuerpower habt. Habt ihr zu wenig unterstützende Truppen oder zu wenig Heiler? Verrecken euch die Truppen irgendwo in der Mitte, weil ihr seht, die Haubitzen sind allein, es sind keine Fernkämpfer mehr da. Ist ein Punkt, den man wichtig berücksichtigen sollte, aber ich denke, die meisten haben eine Truppenkomposition, die ist halbwegs in Ordnung. Nächstes wäre, Punkt 2 wäre, die Truppenaufmarschpunkte wählen. Das bedeutet, sich die gegnerische Basis anschauen, selbst wenn man nur 30 Sekunden hat, und rausfinden, wo stehen Gebäude, die mir gefährlich werden. Gerade in Zeiten von Silo hat das damit zu tun, meine Ablenkungstruppen sind Generäle und sind schwere Panzer. Das bedeutet, wo stehen Kanonentürme, wo stehen Mörser. Mit den Haupttruppen natürlich von da auf marschieren, wo möglichst keine Mörser sind. Und mit den Ablenkungstruppen da, wo keine Kanonentürme stehen. Optimalfall, wir sehen, hier oben ist nur ein einziger Mörser, wir haben keine Kanonentürme, also kann ich easy, Optimalfall jetzt, meine Generäle hier hinsetzen, man schiebt dann vielleicht noch ein Flugzeug drüber, die Ablenkungstruppen lenken jetzt in dem Fall den Mörser ab, alles tutti frutti, und jetzt kann man mit den Haupttruppen von irgendeiner anderen Seite, ist total wurscht, einfach angreifen. Bedeutet rausfinden, welche Truppen sind wovon bedroht. Das ist bei den Haupttruppen meistens Mörser, Festungen, und bei den Ablenkungstruppen sind es Kanonentürme. Im Idealfall startet man natürlich immer entgegengesetzt. Das bedeutet mit den Ablenkungstruppen nicht bei den Kanonentürmen, mit den Haupttruppen nicht bei den Mörsern. Genauso mit dem Silo. Das Silo hat einen Todpunkt, Leute, das Rote. Mich fragen immer wieder Leute, was das Rote bedeutet. Das Rote ist ein Todpunkt. Befinden sich Truppen innerhalb dieses Todpunkts, kann das Silo sie nicht angreifen. Bedeutet, ist das Silo irgendwo weit an einer Seite draußen gelegen, greife ich genau nicht von dieser Seite mit meinen Ablenkungstruppen an, sondern von der anderen Seite, von der Seite, wo das Silo ausgelagert ist, eventuell. Nur als Möglichkeit, mit seinen Haupttruppen angreifen, wäre noch so eine Sache. Auch noch, um die Aufmarschpunkte zu wählen, überlegt man sich, das Silo kann nur Truppen erfassen, die auf der Karte sind. Und das bedeutet nicht innerhalb dieser kleinen Wälder. Entweder sucht ihr euch einen Punkt, wo ihr seht, hier ist kein Wald, und trotzdem kann ich meine Truppen setzen, sodass ich safe weiß, sobald ich die setze, sind die in Reichweite des Silos, also meine Ablenkungstruppen, dass das Silo auch wirklich auf die schießt. Oder ihr macht das Ganze anders, setzt eure Ablenkungstruppen zuerst, wartet, bis ein Gebäude platt ist, und wenn das Gebäude zermatscht ist, versammelt ihr die einmal kurz. Kostet euch Zeit, aber ihr geht sicher, die werden vom Silo anvisiert. Ansonsten kann es ganz gerne mal sein, dass Waldverteidiger, Koalitionsverteidiger rauskommen, eure Ablenkungstruppen binden und dementsprechend das Silo trotzdem auf eure Haupttruppen feuert. Punkt 3 wäre das Speeddroppen. Das bedeutet, ausschauen, wo setze ich meine Truppen? Dazu gehört unter anderem zu wissen, sind die Aufmarschpunkte meiner Truppen, das, was wir gerade besprochen haben, und dann auch versuchen, möglichst schnell die Truppen rauszubringen. Es bringt einem nichts, wenn die Haupttruppen erst nach 30 Sekunden stehen, dann kann man den schnellen Sieg und unter anderem auch eine schnelle Zeit im Gesamtkampf absolut knicken. Mitunter der größte Punkt, den ich bei Leuten sehe, wäre Ködern üben. Im Idealfall hat man sich vorher bereits eine Basis angeschaut, selbst wenn man nur 30 Sekunden Zeit hatte in einer Basisherausforderung, Allianzherausforderung oder im Multiplayer, und hat gesehen, wo sind bei den unter anderem Stronghold, Burg, Stadtzentrum, aber allem voran bei mir immer gesehen die Mörser, wo sind da Punkte, wo ich die ködern kann, mit Ködern, ohne dass die Köder direkt von Kanonentürmen zerfetzt werden. Bedeutet hier überall, hier um den Mörser komplett, da ist nicht ein Kanonenturm,
Hier um den Mörser auch nahezu komplett. Jetzt schauen wir, wo geködert wird. Hier vorne wurde geködert. Bedeutet ideal. Der Mörser schießt nicht auf die Truppen und trotzdem kann der Köder möglichst lange bestehen. Im Idealfall verbindet man eine Köderposition damit, womit man mehrere Mörser lahmlegen kann. In dem Fall waren das jetzt diese beiden Mörser hier und mit der Köderposition in der Mitte waren die Köder so nah dran, dass die Haupttruppen nicht beschossen wurden. Nächster Punkt wäre das Mikromanagement. Scheißegal, auf was für eine Basis hier angreift, greift von mehreren Flanken aus an. Am besten 4, vielleicht sogar 5 oder 6 Flanken und ihr werdet merken, wie jeder unter Stress gerät, dadurch, dass man darauf achten muss, was an allen Seiten passiert. Unten knallt's, oben knallt's, links werden Generäle ausgelöst, rechts Stadtzentrumverteidiger. Da den sauberen Kopf behalten, zeigt einem allen voran, habe ich gut genug im Vorhinein geplant, weiß ich, wo meine Köderpositionen sind. Weil wenn man da unter Stress gerät und seine Köder einfach irgendwo hinschmasht, sind die ganz schnell platt und der ganze Angriff geht in die Hose. Genau das gleiche haben wir hier getestet an einem Spaßlayout, das ich quasi gepostet habe für die gesamte Allianz. Nächster Punkt geht quasi Hand in Hand mit dem Mikromanagement. Wie bereits anfangs erwähnt, man kann die Punkte nicht voneinander trennen, man kann zwar einzelne üben, aber im tatsächlichen Gefecht, im tatsächlichen Weltkrieg oder im Angriff haben sie alle immer miteinander zu tun. Der nächste Punkt wäre Multiflankenangriffe, also von mehreren Seiten gleichzeitig angreifen. Das führt zwangsweise dazu, dass man Mikromanagement üben muss. Ich trenne es trotzdem sauber davon, einfach um den Unterschied zu treffen. Vorletzter Punkt wäre das Üben, wann, wie und wo man seine Mauerbrecher raussetzt. Gerade bei Maze-Layouts, ich habe es jetzt hier exemplarisch im Multiplayer gemacht, ist es sehr wichtig, das Ganze zu wissen, weil man ansonsten in die Fallen läuft und sich mitunter den ganzen Angriff versaut, aber nicht zuletzt, also auf jeden Fall, seinen Angriff enorm verlangsamt. Wenn ihr mit dem taktischen Helikopter spielt, müsst ihr wissen, der taktische Helikopter hat eine Reichweite, innerhalb der ihr Truppen setzen könnt. Die wird euch als weißer Radius angezeigt. Achtet sauber auf den Helikopter, eliminiert oder wartet, bis sämtliche, hier in dem Fall der Kanonenturm, Gefahren zwischen den Mauern und euren Truppen eliminiert sind und setzt dann sauber den Mineur innerhalb der Reichweite des Helikopters ab. Gerade dafür ist der Helikopter prädestiniert und meiner Meinung nach auch deutlich besser geeignet als normale Heilkarren. Was man als letztes üben kann, und das ist quasi die Königsklasse allen Übens, sind Speedangriffe. Hier ist es nämlich notwendig, sämtliche Dinge miteinander zu vereinen. Ein Speedangriff gelingt nur dann, wenn man seine Truppen besonders gut zusammengestellt hat oder zumindest nicht schlecht zusammengestellt hat, wenn man die Aufmarschpunkte, die wir besprochen haben, sauber wählt, wenn man seine Truppen möglichst schnell setzt, also Speed droppt, wenn man die Köder richtig positioniert, über mehrere Flanken angreift, ein gutes Mikromanagement im Sinne von guter Köderplatzierung unter anderem hat und gleichzeitig das alles so koordiniert, gut, das waren jetzt alle Punkte, die wir eigentlich schon zusammengefasst haben, dann wird aus dem ganzen Angriff ein Speedangriff. Man kann hier auch gerne Truppentaktiken mit benutzen, wenn man das Ganze möchte. Es geht nämlich nicht darum, jetzt die Zeit auf Biegen und Brechen, um noch eine Sekunde runterzuschrauben, sondern tatsächlich zu schauen, war der Angriff gut, so wie er durchgeführt wurde. Ein schneller Angriff ist immer dann sinnvoll, wenn tatsächlich auch Köder, Versammelnbefehle, Blitzkrieg und so gut gewählt wurden. Es macht einen Angriff nicht gut, wenn er einfach brachial schnell gegen eine unterlegene Basis mit super hohen Truppenkarten ist. Also auf Truppentaktiken würde ich so gut wie es geht immer verzichten, es sei denn, es ist natürlich eine sehr starke Basis. Der Grundgedanke ist ja, mit den Mitteln, mit denen wir haben, sauber und schnell zu arbeiten, nicht einfach die Zeit runterzubrechen, indem wir total überlegen. Kommen wir jetzt zum eigentlich interessanten Teil, wie setzen wir das Ganze in der Allianz um? Mega einfach, ihr geht hier einfach in den Chat, postet eine Allianz-Herausforderung, vielleicht sogar eine sehr leichte Basis, das habe ich auch gemacht. Ich habe hier meine Fake-Basis quasi gepostet, durch die jeder eigentlich durch kann, wo man keine Probleme haben sollte. Und selbst wenn man Probleme hat, ist es nicht schlimm. Man kann bei der Basis aber sauber Mikromanagement üben, unter anderem. Und auch andere Dinge kann man hier sehr gut üben. Das bedeutet, man postet eine Basis und gibt dazu klare Instruktionen. So im Sinne von, die anderen müssen natürlich eingeweiht sein und wissen, was es bedeutet. Allianz-Herausforderung, heute üben wir Speed Drop und gleichzeitig Multiflankenangriff. Wir greifen an von 4 Flanken und versuchen unsere Truppen so schnell wie möglich zu setzen. Dann braucht da niemand Sterne holen, es geht nur darum, seine Hauptarmee so schnell wie möglich abzusetzen. Man setzt das Ganze, kann von mir aus direkt danach den Kampf wieder beenden, geht in die Wiederholung rein und schaut, wie lange habe ich effektiv gebraucht, um all meine Truppen aufs Schlachtfeld zu bekommen. So, sofern dazu, ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen.
Ja, gebt mir Feedback dazu bitte. Hat mich jetzt relativ viel Aufwand gekostet, das Ganze zusammenzuschnibbeln und im Vorhinein alles zusammenzuschreiben, wie ich denke, wie man sowas aufziehen sollte. Vielleicht schreibt ihr mir auch drunter, wir betreiben das Ganze schon so, wie auch immer. Vielleicht waren es vollkommen neue Welten für euch. Im Idealfall wird es natürlich Feedback von euch geben, ob euch das Ganze geholfen hat. Das würde mir sehr viel helfen, denn ich mache die Videos nicht aus Spaß. Ich betreibe das Ganze natürlich so, ich mache sehr oft Basisangriffe. Ich glaube, das ist auch mitunter ein Grund dafür, dass ich nicht der schlechteste Angreifer bin. Aber ich möchte ja hören, ob und inwiefern ihr davon profitiert. Haut rein, Leute. Euer Domination-Tipps.